jetzt, aber unsere letzte Gesprächsrunde zu heute. Und da geht es natürlich um die Frage Fachkräfte und Bauindustrie. Und ich werde wieder unsere Panelistinnen und Panelisten ganz herzlich der Reihe nach begrüßen. Sie ist schon mehrfach jetzt erwähnt worden an der Stelle. Jutta Beke, Vizepräsidentin Sozialpolitik bei der Bauindustrie. Ganz, ganz herzlich willkommen und schönen guten Tag. Genau. Dann begrüße ich Mira Henning, Geschäftsführerin, Gesellschafterin der Henning Bau GmbH. So ist es richtig. Guten Tag, grüß Sie. Da habe ich gehört, der Kollege ist noch nicht da. Thomas Jatzombeck, Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für den Ausschuss Bildung. Auf den warten wir, glaube ich, noch. Der kommt gleich, der ist aber gleich da. Judith Strücker ist bei uns, Geschäftsführerin der Einstieg GmbH. Auch Sie habe ich vorhin schon gesehen. Hallo, grüß Sie. Und digital zugeschaltet ist uns, ich sehe ihn schon auf dem Vorschau-Monitor, Robert Feiger, da, Bundesvorsitzender der IG Bauen Agrar Umwelt. Schönen guten Tag. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Ich überlege gerade, ja, ich lasse ihn noch frei, dann kann sich Herr Jatzombeck, sobald er da ist, dahin. Er kommt? Ja, ich sehe ihn schon, ja. Dann bleibt der Platz nicht leer, das ist schon mal gut zu wissen. Ich würde mit Frau Beker aber in der Zwischenzeit schon mal anfangen, weil auch diese Studie, Sie wurden jetzt schon mehrfach erwähnt, und auch die Studie, die Sie haben machen lassen, also die Bauindustrie ist heute, ja, guten Tag, Herr Jatzombeck, grüß Sie, Sie wurden schon angekündigt. Ich wurde aber auf halb eingeladen. Sie sind da, das ist die Hauptsache. Hallo. Die Einsbach-Studie, wo es darum ging, wie wird die Bauindustrie gesehen von den Menschen. Wir haben schon ein paar Punkte daraus gehört. Vielleicht können Sie uns noch so ein bisschen daraus näher bringen, was diese Studie ergeben hat. Wie blicken Menschen auf Beschäftigung in der Bauindustrie und wie hat sich das vielleicht auch verändert? Zum einen hat die Studie uns gezeigt, dass wir sehr gute Karriereperspektiven haben, zumindest in der Beurteilung der Befragten sind wir da deutlich angestiegen in den letzten 7 Jahren, glaube ich, ist der Zeitraum gewesen seit der letzten Studie. Aber wir haben auch festgestellt, die Studie zeigt, dass wir einen deutlichen Kommunikationsbedarf haben, insbesondere auch bei jungen Menschen. Also man merkt die Unterscheidung bei den Befragten nach Alter, die Einschätzung unserer Branche und die beruflichen Perspektiven in unserer Branche, die Verdienstmöglichkeiten in unserer Branche, die wird von den jungen Menschen doch deutlich schlechter eingeschätzt als von den etwas älteren Menschen. Und eine etwas unerfreuliche Zahl, sage ich mal, ist es, ich weiß, meine 4% war es, dass für Frauen am Bau also gute Möglichkeiten bestehen. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Ich glaube, Frau Henning, wir werden da gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Unsere Meinung dazu, welche Möglichkeiten Frauen am Bau haben. Und ich denke, da ist halt ein großer Kommunikationsbedarf. Das zeigt uns auf jeden Fall die Studie. Jetzt sind wir ein doch vergleichsweise weibliches Panel für heute, auch in dem Kontext auf jeden Fall. Sie schaut noch gerade schon zu Frau Henning so rüber. In der Tat, also ist ja schon ein bisschen outstanding und auffällig, muss ich sagen, leider auch noch heute, dass man denkt, wow, also geschäftsführende Gesellschafterin einer Firma in der Bauindustrie, empfinden Sie das auch noch so? Ja. Ja? Also es ist, ich mache ja die Geschäftsführung mit meiner Schwester zusammen, jetzt seit knapp 2 Jahren. Wir haben ungefähr 75 Leute, also wir sind so ein kleiner Mittelständler. Ich finde es sehr schade, dass es so wenige Frauen gibt. Uns war das tatsächlich gar nicht so sehr bewusst, bis wir uns mal umgehört haben, spätestens seitdem wir in dieser Position gewesen sind und einfach gemerkt haben, ja, das scheint wirklich fast outstanding zu sein. Ich persönlich würde keinen Grund finden, warum das so ist, außer das, was die Frau Beke auch schon gesagt hat, was, glaube ich, wirklich ein Riesenproblem ist, auch für den Fachkräftemangel allgemein, jetzt nicht nur bei den Frauen, dass einfach nicht genug rübergebracht werden kann, was eigentlich diesen ja wirklich besonderen, faszinierenden Beruf auszeichnet. Gerade auch für Frauen, aber eben auch für Handwerker, Leute, die auf der Baustelle arbeiten, Männer, das geht eigentlich alle was an. Und ich bin mir ganz sicher, da kann man noch immens viel machen, was im Moment scheinbar einfach nicht funktioniert hat. Also es wirkt ja immer so, als würden wir das wissen, die hier oben sitzen und die miteinander sprechen. Und komischerweise kommt es nicht an und die Frage ist, warum? Und da würde ich sagen, müsste man einfach unbedingt noch was machen. Da ist mit Sicherheit auch noch ein Riesenpotenzial da. Natürlich auch bei den Frauen.
Und da kommt Judith Strücker ins Spiel, weil vielleicht können Sie auch kurz sagen, was Sie machen mit Ihrer Firma, weil das passt ja eigentlich. Und vielleicht welche Erfahrungen Sie auch gerade, jetzt sind wir schon beim Thema Frauen, aber es passte gerade nach der Vorstellung der Studie natürlich, was in Bezug auf weiblichen Nachwuchs Ihre Erfahrungen sind. Genau, ich bin Geschäftsführerin der Einstieg GmbH. Wir veranstalten schon seit über 20 Jahren große Messen zur Ausbildung und Studium, unter anderem auch hier in Berlin in der Messe jeden November. Und wir haben auch noch eine Agentur für Azubi- und Studierendenmarketing. Das heißt, wir sind im ganz engen Austausch mit Unternehmen, Hochschulen, Kammern und beraten, wenn es darum geht, wie erreicht man die Generation Z. Und was Sie gesagt haben, Frau Henning, stimmt. Es gibt ein riesiges Informationsdefizit im Grunde genommen. Die Jugendlichen können sich unter ganz vielen Berufen überhaupt gar nichts vorstellen. Wir haben neulich auch mit der Autobahn zusammengearbeitet und da musste ich mir auch erstmal googeln, was denn ein Straßenwärter macht. Das ist ein ganz spannender Beruf. Aber auch bei Ihnen gibt es Berufe, da würde ich wetten mit Ihnen, die Jugendlichen können sich darunter nichts vorstellen. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig zu informieren und wirklich auch Einblick zu geben in die Unternehmen und in Bezug auf Frauen Role Models. Also zu zeigen, wir haben auch weibliche Azubinen, wir haben vielleicht sogar eine Geschäftsführerin und da wirklich Einblick zu geben, damit die das erleben können. Mhm. Und haben Sie das Gefühl, aber weil Sie ja sagen, Sie machen das schon so viele Jahre, da ändert sich auch langsam die Wahrnehmung oder ist das wirklich noch was, wo man doch ein bisschen schockiert davor stellt und denkt so, wow, Jahr 2022, da stehen wir immer noch. Ja, also ich glaube, es ändert sich was, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein, es dauert halt wirklich. Ne? Also manchmal kommen Kunden zu uns und sagen, wir würden gerne Instagram-Kampagne machen, so 2 Monate und danach hätten wir erstens gern alle unsere Stellen besetzt und zweitens, wir brauchen ganz viel Mädels. Und dann sage ich, ja, das wird so nicht funktionieren. Ne? Also es ist wirklich eher ein Marathon als ein Sprint. Da muss man am Ball bleiben und nicht aufgeben, immer weiter weibliche Role Models zeigen. Und ich glaube, dann wird das auch gelernt und verstanden, aber es braucht halt seine Zeit. Hm. Herr Herzenbeck, was kann Politik da leisten? Jetzt reden wir über, sagen wir, Frauenförderung, wenn man so will. Aber wenn es überhaupt um den War for Talents geht, sagen wir letztlich, in der Bauindustrie, die zwar ein verbessertes Image hat, wie Frau Beko uns kurz ausgeführt hat, aber sicherlich noch von Stereotypen geprägt ist. Ja, ich... Geht das? Ja? Okay. Ich würde 2 kurze Vorbemerkungen noch machen wollen. Die erste ist ein Kompliment. Sie sind vor Ihrem Zeitplan. 17.30 Uhr war ich angezeigt. Haben wir immer noch nicht. Bin schon dran. Finde ich erstmal klasse. Sonst hätte ich mir vielleicht noch meine Smokingjacke angezogen. Das ist der zweite Hinweis. Kann ich nicht empfehlen. Ich im Anschluss rüberradel zu den German Startup Awards Black Tie. Deshalb werde ich mein Outfit vielleicht so zunehmen, wie es halt ist. Wenn die nicht so heiß ist, dann. Ach, es geht. Auf dem Fahrrad war es schöner. Okay. genau. Also, was kann die Politik machen? Ich habe selber gegründet Mitte der 90er Jahre. Wir haben in unserer Firma auch 2 Azubis gehabt, jedenfalls in der Zeit, wo ich da war. Und insofern habe ich jetzt erstmal Respekt vor den Betrieben, die ausbilden. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass das erstmal ein politikfernes Feld ist. Und dass die Tarifpartner auch selber organisieren, dass die Industrie selber organisiert, auch die Ausbildungsberufe. Ich glaube, wir haben insgesamt ein Problem mit dem Thema Ausbildung versus Studium. Und die schwierige Klippe ist natürlich die, dass kein Politiker sich jetzt gerne hinstellt und sagt, wir wollen Menschen von mehr Bildung abhalten. Es wird immer wieder diskutiert, wie sind die Bildungschancen gerade aus Elternhäusern von Kindern, wo die Eltern nicht Akademiker sind. Und ich glaube, es wäre auch keine gute Botschaft, wenn sich jetzt Politiker dafür hergeben und zu sagen, Leute, ihr sollt euch vielleicht weniger qualifizieren. Dabei ist die Ausbildung eigentlich eine andere Qualifizierung. Wir haben ja den DQR, den deutschen Qualifizierungsrahmen, der versucht jedenfalls gleichzustellen, bestimmte Ausbildungsmeilensteine der beruflichen Bildung mit der akademischen. Unter dem Strich ist es aber noch nicht so verbindlich, wie es sein könnte. Das ist etwas, wofür wir auch als CDU-CSU-Fraktion einstehen, um hiermit auch den Stellenwert der beruflichen Bildung besser anzusiedeln. Und ich glaube, man muss in der Tat auch an das Informationsthema ran, gerade mit Digitalisierung. Wir treten auch dafür an, mehr Digitalisierung in der Schule zu bringen. Und damit meine ich keine Geräte, sondern Inhalte. Das wurde in der Vergangenheit zu oft vergessen. Und wenn ich Lernanwendungen, Lernportale habe, dann kann ich natürlich daraus auch, wenn ich damit digital das Profil von Menschen erfasse, auch viel zielgerichteter Empfehlungen für bestimmte Berufsbilder geben. Und aus meiner eigenen unternehmerischen Brille würde ich vielleicht noch sagen, ein paar Berufsbilder weniger würden auch nicht schaden. Also genau dieser Straßenwächter ist so ein Beispiel.
was wir ausgebildet haben, ich hätte früher gesagt, das ist ein Systemadministrator, das hat sich im Laufe der Jahre irgendwie mehrfach immer wieder umbenannt und irgendwann wusste man selber gar nicht mehr, wie es heißt. Also das vielleicht etwas weniger, dann auch manchmal mehr. Ich würde gerne Herrn Feiger jetzt kurz noch dazu holen, Bundesvorsitzender der IG Bauen Agrar Umwelt. Wie ist denn das bei Ihnen eigentlich mit Nachwuchs? Merken Sie, da kommen die Leute in Scharen und strömen zu uns oder müssen Sie wirklich auch um Nachwuchs sich vielleicht mehr bemühen als früher? Ja gut, welche Branche muss das nicht tun heutzutage? Also wir konkurrieren ja insgesamt auf dem Arbeitsmarkt mit anderen Branchen. Ob das die klassische Verarbeitungsindustrie ist, der Dienstleistungsbereich etc. etc. Insofern muss man sich natürlich faktisch dieser Konkurrenz als Bauindustrie, aber natürlich auch als Bauhandwerk stellen. So, und dann kommt natürlich auch die Frage auf, und das ist ja auch Inhalt der gestern veröffentlichten Allensbach-Studie, welche Wirkung, welche Attraktivität hat die Baubranche, hat die Bauindustrie insbesondere auf junge Menschen, also wie attraktiv empfinden diese jungen Menschen die Baubranche. Da glaube ich, sind wir sicher noch ein bisschen so ausgestattet, dass Luft nach oben ist. Da arbeiten wir aber auch sehr vernünftig dran. Man kann schon festhalten, dass wir deutlich höhere Ausbildungszahlen in den letzten Jahren haben. Das spricht durchaus auch dafür, dass wir gemeinsam über die Regelung der Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen auch versuchen, die Branche wirklich attraktiver zu machen. Da gibt es auch sehr gute Beispiele, Stichwort Wegezeitentschädigung, also auch den Aufwand für mobile Beschäftigung entsprechend mit zu vergüten. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt mit einbringen, den vorher die Staatssekretärin Gebers mit angesprochen hat, Stichwort Tariftreue, Tarifbindung und ja auch der Herr Präsident Hübner, herzlichen Dank für die Einladung übrigens, Herr Hübner, hat darauf nochmal reagiert. Wir unterstützen als IG Bau ausdrücklich die Vorstellungen eines Bundestariftreuegesetzes, die den Unternehmen, die sich auch an die Regeln, sprich an Tarifverträge, Sozialversicherungsbedingungen halten, auch Vorteile in Fragen der öffentlichen Auftragsvergabe halten. Wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, würden wir das nicht unterstützen. Ich möchte allerdings auf einen Punkt auch noch hinweisen, auch wenn das jetzt nicht so in wirklich direkten Zusammenhang steht. Das Thema Mindestlohn ist natürlich sehr wichtig. Ich darf da aber an einer Stelle eine kleine Korrektur einführen, damit das auch nicht falsch verstanden wird. Wir haben, ich glaube, in 3 oder 4 Runden Tarifverträge verhandelt, haben uns nicht geeinigt. Wir haben dann ein Schlichtungsabkommen in der Bauwirtschaft, in der ein unabhängiger Schlichter, Bundessozialgerichtspräsident Dr. Schlegel, einen Vorschlag gemacht hat, der dann leider von der Arbeitgeberseite abgelehnt worden ist. Insofern ist das normale Verfahren Tarifverhandlungen, die sind gescheitert, dann gibt es ein vertragliches Schlichtungsabkommen, dann gibt es eine Schlichtung und die ist leider abgelehnt worden. Wir sind zu Gesprächen immer bereit, aber die normalen Formate sind zwischenzeitlich ziemlich verbraucht und ich glaube, das nimmt jetzt eine politische Dimension an. Da sollten dann auch die politisch Verantwortlichen der Verbände mal miteinander an den Tisch. Ein großes Thema, der Mindestlohn. Wir haben es jetzt von allen zu diesem Thema Beteiligten mehrfach gehört. Also offenbar gibt es da noch erheblichen Handlungsbedarf. Ich will noch einmal zurückkommen auf das, was wir eingangs besprochen haben, beziehungsweise als Sie gesagt haben, es gibt immer noch diese Wahrnehmung, dass, sagen wir, akademische Bildung höher anzusiedeln ist als eine Ausbildung. Genau, so wie jetzt nicken Sie alle gleichzeitig. Ich sehe das von hier aus. Und ich finde das, ja, ich finde es erstaunlich. Also ich komme zum Beispiel aus dem Akademikerhaushalt. Und wenn meine Tochter sagen würde, sie möchte jetzt hier irgendwie eine Ausbildung machen oder meinetwegen auf dem Bau, ich würde sagen, ja super, also das ist eine tolle Zeit auch jetzt, wenn man sieht, was da für Möglichkeiten sind und wie schwer doch manche akademischen Berufe im Vergleich dazu tatsächlich sind. Also vielleicht auch, ja, ich würde jetzt Sie fragen, weil ich überrascht bin, auch da, wie langsam sich das verändert. Warum ist das immer noch so? Ja, also ich würde auch sagen, das ist
ist es merkwürdig, weil ich glaube, man muss doch unbedingt von dieser Wertigkeit wegkommen. Die Frage ist ja, wenn man sich vorstellt, wenn ich mir jetzt in unserem Betrieb vorstelle, ich habe keinen Handwerker da und ich brauche wirklich Top-Leute dort und die sind nicht da, dann könnte ich gar nichts machen. Also ich könnte gar nichts arbeiten. Und das ist nun mal so, unser Betrieb ist im Tiefbau vertreten, das war jetzt heute noch nicht so oft Thema. Wir machen zum Beispiel auch Rohrbrüche. Jetzt mal angenommen, an einem Krankenhaus fällt der Strom aus oder es ist ein Rohrbruch. Ja, der muss sofort gemacht werden, geht übrigens auch immer schlecht aus dem Homeoffice. Der muss dann vor Ort gemacht werden. Wer macht den? Den macht nicht ich. Ich organisiere, also ich habe auch 10 Jahre als Bauleiterin gearbeitet, aber ich brauche natürlich meine Handwerker. Und deshalb sind meiner Meinung nach, oder in unserem Unternehmen ist es extrem hochgeschrieben, dass dieses Ansehen genau gleich ist. Der Bauleiter ist nicht besser als der Bauarbeiter. Und insofern ist auch der Akademiker, kann nur bestimmte Dinge tun, wenn es eben auch andere Leute gibt. Und ich finde auch Bildung, man kann sich ja auch als Handwerker bilden. Also ich glaube, es ist falsch, so darüber zu diskutieren. Es ist die Frage, was möchte jemand? Und ich bin auch der Meinung, nicht jeder ist in der Lage, das meine ich gar nicht wertend, sondern es ist nicht jedem liegt, es hier zu sprechen. Und genauso liegt es auch nicht jemandem oder jedem, in einem Statikerbüro zu sitzen und nur zu rechnen. Und genauso gibt es auch Leute, denen es vielleicht extrem liegt, auf der Baustelle zu arbeiten und dort poliert zu sein. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, sich dort weiterzubilden, gerade jetzt, und auch sich zu entwickeln. Ich glaube, das muss einfach viel klarer und deutlicher besprochen werden, vielleicht auch bei Eltern. Ja, das ist wichtig. Aber gerne. Also es wäre auch meine Anschlussfrage gewesen, wie vermittelt man denn das? Also ich habe eben noch den Vortrag von Frau Gebers im Ohr, wo sie sagt, mit TikTok-Videos, also jetzt ein bisschen lapidar runtergebrochen, wo ich gleich dachte, ist das wirklich, also ich will es nicht ausschließen, aber ich weiß es nicht, ist das wirklich die Form, wie man da so ein Mindset verändert, vielleicht doch kurz Sie, weil Sie da mehr aus dem täglichen Umgang direkt mit den Leuten kommen, haben Sie das Gefühl, das ist der Weg oder wie macht man das denn? Wie verändert man so ein? Also ich sag mal so, wenn Sie alles andere schon machen, über Facebook nicht mehr versuchen, Schüler zu erreichen, sondern Eltern, wenn Sie in Schulen gehen, wenn Sie eine ordentliche Recruiting-Website haben, einen tollen Bewerbungsprozess, dann können Sie als Sahnehäubchen obendrauf noch ein bisschen TikToken, aber dann bitte auch nicht Sie selber, sondern ja, die Azubis nach einem Konzept. Aber das ist natürlich nichts, um konkret Stellen anzubieten oder ein einzelnes Tool, auf das man sich verlassen sollte, sondern das ist für mich wirklich so ein Sahnehäubchen. Ne? Ganz häufig kommen Kunden und sagen, das würden wir gerne mal machen. Und dann schauen wir uns an, was sie sonst so machen und sagen, nee, wir machen was ganz anderes. Also es kommt darauf an, das im Grunde zu Hause oder in der Schule oder? Genau, also man sollte wirklich früh sichtbar werden als Arbeitgeber und als Unternehmen. Also wenn es irgendwie geht, vielleicht wirklich ab der 8. Klasse in die Schulen gehen und sich vorstellen und Berufe erlebbar machen. Vielleicht in eine Projektwoche gehen und sagen, lieber Lehrer, du musst dich da gar nicht kümmern, ich mache jetzt hier dieses Projekt. Ich überlege mir was mit Technikmodulen und da können die Schüler dann mitmachen. Den Tag der offenen Tür, das ging natürlich jetzt alles nicht, ne, über Corona, das war wahnsinnig schwierig, auf Berufsbildungsmessen gehen, beim Girls Day mitmachen, also wirklich erlebbar machen. Über die Live-Kommunikation geht da eigentlich nichts, das hat Corona auch gezeigt. Es gab ganz viele digitale Formate und wir selber haben auch gedacht, naja, dann werden sie digital werden, weil was sollen sie sonst machen? Und die Erfahrung bei uns und den Marktbegleitern hat aber gezeigt, die haben dann einfach gar nichts gemacht. Also die Berufsorientierung ist wirklich in weiten Teilen einfach flach gefallen. Und deswegen einfach sich erlebbar machen. Und zum Erlebbar machen kann auch gehören, dass man auch TikTok macht oder dass man YouTube-Videos dreht. Aber es ist ein Gesamtpaket. Ja. Frau Beke, genau, ich habe Sie eben... Ja, die Zahl der Schulabschlüsse zeigt ja diese Tendenz zum Gymnasium. Und die Entscheidung dafür wird ja sehr früh, eigentlich nach der Grundschule ja getroffen, in welchem Schulzweig die Kinder angemeldet werden. Also uns fehlen natürlich... gerade im gewerblichen Bereich für die Auszubildenden, die Hauptschul- und die Realschulabsolventen, die leider immer weniger geworden sind. Wie gesagt, diese Entscheidung wird früh und dann eigentlich ja durch das Elternhaus getroffen. Also wir müssen da wirklich sehr früh ansetzen und ja, mehr Werbung, sage ich mal, für uns machen, die Berufsbilder bekannt machen. Ich glaube, eine Tendenz auch, warum häufig die Entscheidung fürs Gymnasium getroffen wird und einen akademischen Abschluss sind auch die Verdienstmöglichkeiten. Und da müssen wir ganz klar sagen, dass die bei uns, also wenn ich ein Polier mit einer gewerblichen Ausbildung, der entsprechenden Aufstiegsfortbildung vergleiche, den Verdienst mit einem Bauleiter, also dem Akademiker, dann sind die auf einem Level, die verdienen gleich viel. Also das kann jetzt eigentlich nicht das Argument sein oder sollte es nicht sein. Also da müssen wir noch mehr auf die guten Verdienstmöglichkeiten
hinweisen. Und zum anderen, ich glaube, das wird sich aber langsam wandeln, war es vielleicht auch einfach nicht so die soziale Anerkennung von handwerklichen Berufen. Und erst seitdem dieser Mangel so extrem ist und ja, jeder zu Hause schon keinen Handwerker mehr findet, ob es der Installateur, der Maler, der Tischler, was auch immer ist. Ich glaube, da ist aktuell ein Wandel da, aber das wird natürlich eine Zeit lang dauern, bis sich das auch dann in der Gesellschaft so durchsetzt. Und wie gesagt, man muss ziemlich früh bei der Entwicklung der Kinder anfangen und da auch vielleicht die MINT-Berufe noch deutlich bekannter machen. Ja. Wir gingen die Finger hier hoch. Ich würde den Herrn Zombeck jetzt vielleicht einmal dazu holen, also als das Stichwort Geld fiel, ja, in dem Kontext. Wir haben ja schon gehört, es ist nicht nur das Geld, es ist eben auch tatsächlich, daher kamen wir ja von der Reputation letztlich im Vergleich zu akademischen Berufen, aber ist es auch nur in Anführungszeichen das, weil viele haben ja vielleicht auch vom gerade Bau so ein Bild, da stehe ich auf einer Baustelle mit einem Helm und bin dreckig am Abend. Also einfach, also ne, ist, also was spielt da alles rein? Ja, also ich glaube, das Thema Geld ist doch etwas, was für das Handwerk spricht. Deshalb habe ich da auch gezuckt. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei unserer Handwerkskammer in Düsseldorf mal reden durfte und da waren interessierte Jugendliche und habe denen gesagt, wenn ihr da, und das waren vor allem Jungs, warum auch immer, aber ich habe jedenfalls gesagt, wenn ihr vielleicht davon träumt, mal einen Porsche zu fahren, und ich kann mir vorstellen, dass Jungs in eurem Alter das machen, habe ich selber vielleicht früher auch. Dann kenne ich viele Handwerker, die einen Porsche fahren, aber ich kenne nicht so viele Sozialwissenschaftler am Ende, die einen Porsche fahren, und inzwischen auch zunehmend weniger Juristen. Und daraufhin hat zumindest die Handwerkskammer gesagt, das wäre mal ein lebenspraktischer Hinweis gewesen. deshalb, ich glaube, damit gibt es ehrlich gesagt kein Problem, weil wenn man als Handwerker gut ist, kann man wirklich über alle Maßen erfolgreich auch werden, auch gerade jetzt finanziell, und sich natürlich auch kreativ verwirklichen. Das glaube ich auch ein ganz wesentlicher Punkt. Das sind ja keine stupiden Arbeiten. Viele Gewerke, die einen unglaublich kreativen Raum auch lassen, einen viel kreativeren Raum, als wenn man irgendwo in der Verwaltung sitzt und am Ende immer Vorgänge anderer Leute bearbeiten muss. Und ich glaube, dieses Thema TikTok, das ist auch nicht die richtige Herangehensweise. Weil man muss ja irgendwo am Ende versuchen, ein paar strukturierte Berufsbilder herzubringen. Und als ich in der Schule war, gab es das Berufsinformationszentrum, da wurden wir alle irgendwie hingekarrt. Und dann wurde es am Ende eine von 8 Empfehlungen. Mir wurde empfohlen, Entwicklungshelfer zu werden. Vielleicht hätte ich mich darin auch verwirklichen können, aber mein eigener Weg war dann halt so, dass ich halt eine große Leidenschaft für Computer und für Technik hatte. Und dann haben mir alle geraten, studiere doch mal Informatik. Bei genauerer Betrachtung habe ich mir überlegt, ob der ganze Matheanteil für mich gesund sein kann am Ende. Und bin dann irgendwie auf BWL geschwenkt, weil irgendwie alle der Meinung waren, das funktioniert schon auch immer. Und das sind alle irgendwie untergekommen. Auch gar nicht so verkehrt im Übrigen. Aber das ist natürlich absolut keine strukturierte Herangehensweise. Und was erwartet man von einem 15- oder 16-Jährigen? Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, frühzeitig wirklich über die Schulen besser zu identifizieren, wo wirklich Talente liegen. Wirklich ein Set von Berufen, die in Frage kommen, dann auch mal erlebbar zu machen, durch Praktika vielleicht, auch durch intensiveres Eintauchen. Und dem wird man, glaube ich, mit ein paar Videos irgendwo am Ende nicht wirklich gerecht, sondern man muss da in ein strukturierteres Verfahren kommen. So viel nochmal zu dem Punkt Ansprache von jungen Menschen, um in die Bauindustrie zu kommen. Aber ich komme nochmal zu der Meldung beim Thema Geld, weil ich habe gesehen, dass Sie parallel gleich gezuckt haben. Da will ich jetzt natürlich auch wissen, warum Sie gleich so reagiert haben. Ja, aber gar nicht unbedingt auf das Thema Geld, sondern auch, ich wollte mal zu den Eltern zurück. Ach so. Also wir erleben das wirklich auf den Messen, dass wenn wir dann fragen, also wir fragen sehr viel, und wenn wir dann Eltern fragen, dann sagen die, ja, also sie oder er wird auf jeden Fall studieren, und wir so, okay, was soll es denn dann werden? Ja, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall ein Studium. Will sagen, man kennt den Weg, aber das Ziel noch gar nicht, was irgendwie absurd ist. Und ich bin der Meinung, das hat sich wirklich verändert. Nach meinem Schulabschluss war es so, da haben Eltern eher noch gesagt, mach erstmal eine Ausbildung, dann weißt du, was du hast, und studieren gehen kannst du immer noch. Und jetzt ist es wirklich so, dass Eltern sagen, nee, es soll schon ein Studium sein, dann hast du die besseren Karrierechancen, so, und dann kommt man vielleicht auch wieder zum Geld. Und Eltern sind die wichtigsten Ratgeber in der Berufsorientierung. Gibt es ganz viele Studien zu. Als erstes werden die Eltern gefragt, und wenn die selber nur 3,5 Berufe kennen, dann wird es halt eng. Ne?
Dann nehme ich auch gern Herrn Feiger mit dazu. Also jetzt, das ist ja interessant und auch insofern natürlich, weil wir festgestellt haben, dass die Zahl der Abiturienten in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Und das ist ja aber auch, ja, was heißt erklärtes Ziel der Politik? Es gibt ja sogar international ein Ranking von Staaten danach, wie viele Menschen einen Hochschulzugang schaffen. Also das vermittelt natürlich, also als natürlich erstrebenswertes Ziel, dass möglichst viele Menschen eine entsprechende Zugangsberechtigung bekommen. Das schafft natürlich schon den Eindruck, okay, das ist es, worum es geht und nicht letztlich die Ausbildung, wobei in anderen Ländern natürlich auch nicht dieses duale System letztlich in der Weise besteht. Herr Feiger, wie versucht, also oder was würden Sie sagen, was ist da der richtige Weg, insbesondere auch mit dem Hintergrund, was wir gerade mit Frau Gebers besprochen haben, Zuwanderung aus dem Ausland. Also wenn wir jetzt nicht nur auf die Menschen bei uns gucken, sondern den Blick ein bisschen weiten, wie kann man es da schaffen, genügend Fachkräfte, die ja dringend gebraucht werden, zu bekommen letztlich? Also der Frage der Arbeitskräftezuwanderung bzw. der Fachkräftezuwanderung mit den ganzen Anerkennungsfragen, die ja im Vorfeld schon angerissen waren, glaube ich, muss man in der Tat bei dem Bedarf an Arbeitskräften, die die Bauwirtschaft mit all ihren Zukunftsaufgaben hat, Stichwort Wohnungsbau, Stichwort energetische Gebäudesanierung, Verkehrsinfrastruktur, schon ein gewisses Gewicht beimessen. Wir sind in diesen Fragen offen, sagen aber natürlich schon auch, wie Herr Hübner das vorher auch mit Frau Gevers diskutiert hatte, wir brauchen das natürlich zu fairen Bedingungen und zu ordentlichen Regeln. Zum Mindestlohn sage ich nichts mehr. Da bin ich ja heute auch den guten Teil des Arbeitgeberverbandes, wie ich richtig vernommen habe. Herzlichen Dank. Was wir so ein bisschen aus dem Auge verlieren in der ganzen Diskussion, sind natürlich schon auch Rahmenbedingungen der Beschäftigten. Und das sind durchaus strukturelle Themen. Also die Bauwirtschaft ist in der mobilen Produktion. Die Immobilie, das Bauwerk, die Straße, die Brücke wird dort gebaut, wo sie gebraucht wird. Das heißt natürlich, mobile Beschäftigung, zumindest mal für den Teil der Beschäftigten, die in der Produktion bzw. im Baustelleneinsatz tätig sind. So, also Stichwort, ich glaube schon auch, dass junge Menschen, wenn sie sich für einen Beruf oder eine Branche entscheiden müssen, in Fragen der Berufsausbildung, sehr genau beurteilen, wie komme ich da anschließend auch im Familienleben klar, wenn ich auswärts beschäftigt bin oder wenn ich weite Wege und sich ständig ändernde Wege zur Arbeitsstelle habe. Heute mal 50 Kilometer, morgen 100, in der nächsten Woche ist es auswärts beschäftigt und am Freitagabend oder am Samstag heim. Also ich denke, wir müssen uns auch über so Fragen wie, welche Arbeitszeitmodelle entwickeln wir für solche Branchen gemeinsam, die es auch attraktiv machen, um Familienleben und auch mobile Beschäftigung vernünftig unter einen Hut zu kriegen. Zweiter Punkt, ich glaube auch, dass wir noch verstärkter die Frage Migration und Ausbildung miteinander bearbeiten müssen. Wir haben schon ein sehr interessantes gemeinsames Projekt über unsere gemeinsamen Einrichtungen Sozialkassen der Bauwirtschaft, Berufsstart Bau, in dem wir sozusagen vorqualifizieren vor der Ausbildung. Das sowohl sprachlich als auch in Fragen der handwerklichen bzw. der beruflichen Ausbildung. Also ein Stück weit auch Qualifikation zur Ausbildungsfähigkeit hin. Auch diesem Bereich, meine ich, muss man sich stärker widmen, nachdem immer mehr Jugendliche ja eher in den Bereich der universitären Ausbildung nach Abitur gehen und dann nicht immer auch im gewerblichen oder im handwerklichen Bereich tätig sind. Den Punkt, glaube ich, müssen wir auch stark bedenken. Da waren jetzt viele Dinge drin, in der Tat. Also ich hatte ja versucht, elegant zum Thema Zuwanderung überzuleiten. Dann haben wir noch eine Abbiegung gemacht in Richtung Lebensentwurf, Lebensplanung und Vereinbarkeit. Ich gucke immer nur, weil ich die Zeit da auch so sehe und ich will natürlich möglichst viel unterbringen. Deswegen hatte ich versucht, da jetzt den nächsten Themenkomplex schon gleich einzuschieben. Aber dann kommen wir vielleicht darauf zu sprechen, weil in der Tat, das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Auch da blicke ich natürlich jetzt gerade an die Frauen, die in der Praxis jeden Tag damit sozusagen vor Ort zu tun haben. Welche Rolle spielt denn das jetzt zum Beispiel auch bei der Ansprache von jungen Menschen? Also weil das ist ja ein Problem, was
Herr Feiger gesagt hat, ist ja auch allen bewusst, genau, wenn ich irgendwo baue, muss ich dahin und kann im Zweifel 5 Tage nicht bei meiner Familie sein. Schreckt das ab? Ja, das schreckt schon ab. Also wir sagen immer, diese Generation hätte gerne so 9-to-5. Damit meine ich aber nicht wirklich von 9 bis 5, sondern die wollen klare Regeln, weil es ist nicht mehr so, dass man sich eine Work-Life-Verschmelzung wünscht, sondern eine Separation. Das heißt, man will genau wissen, okay, ich arbeite und das nehme ich auch ernst, dann bin ich auch fleißig, aber ich will auch wissen, wann ich wieder Zeit habe für Familie und Freunde. Und wenn das nicht klar geregelt ist oder ständig wechselt, dann ist es in der Tat was, das ist gerade sehr unbeliebt, ja. Und wie, jetzt guck ich Sie an, haben Sie da ein Konzept, wie Sie das regeln in Ihrem Betrieb? Also kann man das planen und sagen, okay, die stelle ich dann so und so lange ab und dann haben die auch länger am Stück frei? Also, oder wie macht man das praktisch, wenn man das erfüllen will? Ja, also da muss ich dazu sagen, dass wir ein Unternehmen sind, was in einem 40-Kilometer-Radius arbeitet. Es gibt ja auch noch solche Bauunternehmen, bei denen man nicht 5 Tage weg von der Familie ist, aber bei den Großen ist es natürlich so. Bei aber uns zum Beispiel auch nachts vielleicht arbeiten, ja, muss. Genau. Also, und das ist tatsächlich ein großes Thema. Und ja, man muss auch den Leuten einfach sagen oder klar machen, wie wichtig es ist, dass eben auch mal dazu gehören kann, auch mal länger zu arbeiten, vielleicht auch mal in der Nacht zu arbeiten. Ich habe das vorhin erwähnt mit dem Krankenhaus, aber nehmen Sie Ihren eigenen Haushalt. Wenn Sie morgens duschen wollen und es ist kein Wasser mehr da, dann hätten Sie das auch gerne an diesem Tag noch, so schnell wie möglich. Und nicht erst in 3 Wochen. So, und wenn das an 10 Stellen gleichzeitig passiert, dann müssen mehrere Leute gleichzeitig raus. Aber natürlich ist es für uns eben ein Drahtseilakt. Das betrifft Männer und Frauen, Bauleiter und Leute auf der Baustelle. Wie kriegt man das eben möglichst am besten hin? Also ich muss dazu sagen, wir haben auch beide das Gefühl, das wird immer wichtiger. Ich könnte jetzt aber noch nicht sagen, was unsere Pauschallösung ist. Wir müssen einfach auf jeden individuellen Fall eingehen. So machen wir das im Moment. Das heißt, also ja, das heißt, also wenn ich jetzt so ein ganz banales Beispiel einfach einmal nehme, in unserem Fall, wo die Leute jetzt ja nicht lange weg sind, das Kind ist krank, auch beim Mann, beide arbeiten, was ja im Moment einfach bei fast allen der Fall ist, also normal. Während Corona ist das ja nochmal ein ganz anderes Thema gewesen, im Moment ist es ja immer noch so, das reicht schon ein Schnupfen, so, und dann fällt mir derjenige aus, weil vielleicht die letzten 2, 3 Wochen die Frau zu Hause war und dann müssen wir eine Lösung finden, das dann einfach mit den anderen Leuten zu covern. Das Gute dabei ist, umso mehr die Leute sehen, dass das funktioniert und so dieses eine für alle, ein, ne, alle für einen Prinzip funktioniert, sind auch die anderen dazu bereit, auch das zu machen. Unserer Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass die Leute, die schon sehr, sehr lange in diesem Job arbeiten und das vielleicht früher noch nicht so sehr das Thema war, ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, weil es früher eben, ich denke, das kann man wirklich so sagen, oft noch diese Ordnung gab, einer von beiden oder die Frau meistens war eben noch zu Hause, aber das ist einfach nicht mal so, jetzt nur an dem Beispiel von Kindern, ne? Ja. Ja. Ich würde jetzt noch, ja, oder direkt dazu? Gerne dazu. Ich bin okay. Im Unternehmen tätig. Wir haben viele Auswärtsbaustellen mit Übernachtung, also genau das Gegenteil von Ihnen. Aber auch da kann man einiges organisieren. Ich sage mal, wenn man von der 5 Tage auf die 4-Tage-Woche geht, sodass die Mitarbeiter zumindest 3 Tage dann Wochenende haben, also mehr in veränderten Schichten zu arbeiten. Außerdem haben wir tarifvertraglich jetzt die Wegezeitvergütung, wird ab nächstem Jahr eingeführt. Ich glaube, da haben wir auch ein Modell geschaffen, wo zumindest diese Fahrzeit oder diese Auswärtstätigkeit auch noch mal deutlich besser vergütet wird. Zum anderen, Corona hat es in allen Bereichen gezeigt, das Thema Homeoffice, und das zeigt sich auch bei uns, also zumindest im Ingenieurbereich, dass da eine deutlich größere Flexibilität jetzt bei der Arbeitszeit ist. Also auch dann das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dadurch, dass sie dann doch vieles von zu Hause machen können. Und da muss man auch dann sagen, ja, die Digitalisierung in der Baubranche schreitet voran. Und dadurch haben wir einfach auch viel mehr Möglichkeiten oder Überwachung von der Baustelle, sage ich mal, mit Drohnentechnik. Also lauter so Themen, sodass vielleicht die Präsenz zukünftig auf der Baustelle zumindest von manchen Berufsbildern gar nicht mehr in der Form erforderlich. Ja. Ich wollte sowieso kurz auch noch bei Ihnen bleiben, weil ich würde gerne das Thema Zuwanderung doch noch, weil es eben sehr relevant ist, glaube ich, in der Kürze der Zeit behandeln wollen, weil wir heute auch ja dadurch dazu ja was von Frau Gebers gehört haben, auch eine Replik von Herrn Hübner, die ich jetzt so zusammenfassen würde von mir aus, das ist schon gut, aber das reicht so nicht oder so funktioniert es nicht optimal. Habe ich das richtig mit Blick auf die Abstimmung mit Behörden, die ansteht, zusammengefasst?
Das stimmt, aber es klang ja heute sowohl von Herrn Staatssekretär Kellner als auch von Frau Gebers durch, dass sich da noch was tun wird, also beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz, vielleicht noch über die bestehenden Gruppen hinaus zu gucken, ob man noch andere Gruppen da einbeziehen kann, die Zuwanderungshürden herabzusetzen. Dann die Westbalkan-Regelung, wir wünschen uns die Entfristung dieser Regelung, aber auch da zu gucken oder zu prüfen, kann man da noch andere Staaten mit einbeziehen. Die Beschleunigung der Visavergabe, also das sind alles so Dinge, Appelle an die Politik, aber wie gesagt, es klang heute ja schon mehrfach durch, dass sich da was tun wird. Ergänzend zu dem, was Herrn Feiger vorhin sagte, würde ich noch gern darauf eingehen, Integration durch Bauausbildung, also von jungen ausländischen Fachkräften, wenn die nach Deutschland kommen. Wir sind ja eine sehr international geprägte Branche und ich glaube, das kann ein Vorteil sein, ein Schritt in die Integration durch Arbeit von diesen jungen Menschen aufgrund der doch vielsprachigen Tätigkeit bei uns auf den Baustellen. Ja. Herr Jatzombek, vielleicht aber nochmal in Bezug auf den rechtlichen Rahmen, der jetzt derzeit möglich ist in Bezug auf Fachkräftezuwanderung. Sagen Sie, das reicht? Da muss mehr geschehen? Was ist so Ihr, also Sie sind ja jetzt nicht mehr in der Regierung, also was ist Ihre Forderung an die jetzt Schaltenden und Waltenden? Ja, ich glaube, man muss erstmal ganz klar sagen, dass Deutschland absolut ein Einwanderungsland ist. Wir haben das halt über Jahrzehnte hinweg teilweise negiert, was aber, glaube ich, nicht mit der Wirklichkeit korrelierte, wenn man halt sich anguckt, wie viele Menschen beispielsweise aus dem russischen Raum zu uns gekommen sind, gerade eben auch nach der Wiedervereinigung. Und ich wünsche mir hier ein stärkeres Regelwerk, aber auch ein pragmatisches Regelwerk. Aus meiner Sicht ist es einfach so, wenn Sie als Betrieb jemanden nach Deutschland holen möchten, sollten Sie auch die Möglichkeit dazu bekommen. So funktioniert ja auch unser ganzes Blue-Card-System. Nicht, dass der Staat Quoten vorgibt, sondern dass es davon abhängig ist, dass Betriebe hier Arbeitsverträge vergeben. Aber das muss am Ende schon irgendwo eine Qualifikation sein, von der man plausibel annehmen kann, dass wenn das mit diesem einzelnen Betrieb nicht klappt, dass die Leute auch eine realistische Chance haben, in anderen Betrieben auch genommen zu werden. Denn was wir nicht brauchen, ist, dass am Ende ein größerer Maßstab am Ende Menschen zu uns geholt werden, die wie auch immer geartet ein Profil haben, womit sie hinterher hier nicht weiter reüssieren können. Denn das ist aus meiner Sicht schon ein Fokus. Also das Thema Zuwanderung muss man schon, finde ich, schon sehr aus einer, ich sage jetzt mal, wirtschafts- oder industriepolitischen Brille betrachten. Ja, das ist, weiß Gott, nicht alles. Denn am Ende brauchen sie natürlich auch Menschen, die sich auch mit unserer Kultur identifizieren, die auch unser Grundgesetz respektieren und akzeptieren. Das sind alles Bedingungen, die da auf jeden Fall on top kommen müssen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir schon den Blick erstmal darauf haben, sind diejenigen hier auch über einen Einzelarbeitgeber hinaus in den Arbeitsmarkt dauerhaft vermittelbar. Frau Henning, also ist das für Sie ein Thema? Wie machen Sie das? Also kurz gesagt würde ich sagen, das sehe ich genauso, wie Sie das jetzt gerade gesagt haben. Bei uns ist das tatsächlich so, also einmal, was vorhin schon mal angesprochen wurde, ja, dieses Prozedere kostet zum Teil wirklich viel Zeit. Wir waren auch schon zum Teil mit Leuten auf Ämtern, die bei uns seit Jahren arbeiten, einen festen Arbeitsplatz haben und trotzdem nicht zum Beispiel eingebürgert werden, keine Wohnung bekommen, weil das fehlt. Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt, in so einer Situation wie jetzt gerade, warum das nicht beschleunigt oder vereinfacht werden kann, das ist das eine. Und das andere, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir viel Familien haben, also männliche Mitglieder zwar, aber von daher funktioniert das eigentlich relativ gut. Und ich würde natürlich auch sagen, man kann das wirklich nicht machen, dass man Leute holt und dann im Regen stehen lässt. Das geht natürlich nicht. Jetzt bei uns ist das nicht der Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der kompletten restlichen Branche ist. Ja, ich überlege gerade, weil Frau Gebers ja von den nicht reglementierten Berufen vorhin gesprochen hat, wo sie sich gewünscht hat, dass da leichtere Zuwanderung ist. Das wäre dann aber ja ein anderer Punkt als das, was Sie gesagt haben. Also da gibt es einen Dissens offenbar. Das weiß ich nicht. Da muss mal die Regierung mit einem konkreten Vorschlag kommen. Ja, wir haben ja im letzten Jahr das Fachkräftezuwanderungsgesetz gemeinsam gemacht, im vorletzten Jahr. Mhm. So, und auch gemeinsam besprochen, dass wir das erstmal evaluieren. Und ich finde das jetzt schon sinnvoll, wenn man die Evaluierung dann auch zur Grundlage für ein neues Gesetz nimmt. Ich bin kein großer Fan davon zu sagen, wir warten gar nicht erst ab, bis wir daraus eine systematische Erkenntnis haben, sondern fangen direkt an, irgendwie nochmal die Dinge zu verändern, sondern die Evaluierung war Teil dessen. Die muss man sich angucken und dann muss man sehen, was es halt bringt. Also ich habe den Eindruck, gerade im Handwerk funktioniert es auch schon pragmatischer als in manch anderen Berufen.
Ich habe die Bauindustrie in NRW kennengelernt, dass da aus Äthiopien Leute herangeholt werden, dass da Anwerbecenter gemacht wurden, dass eigene Qualifizierungsprogramme dahinter gelegt wurden. Das fand ich ziemlich pragmatisch, will ich einfach mal so sagen. Was wir, glaube ich, viel zu wenig auf dem Schirm haben, ist, dass wir uns auch als Arbeitszuwanderungsmarkt auch am Ende attraktiv machen müssen. Weil ich glaube, zu viele glauben, wenn Deutschland sagt, ihr dürft zu uns kommen, dann sagt die halbe Welt Hurra. Das ist aber nicht so. In diesem War of Talents sehen wir teilweise ganz schön alt aus. Da sind andere Länder viel pfiffiger als wir aufgestellt. Und ich glaube, dieser Teil, der muss auch berücksichtigt werden. Und ich finde, das ist auch wichtig. Also wie sollte das dann aussehen? Also Werbung in Form von Plakaten in, keine Ahnung. Ja, das sind natürlich auch erstmal Angebote, wo wir selber auch mal überlegen. Ich glaube, der Anfang von so einem Prozess besteht darin, mal zu überlegen, wie das eigentlich jemand sieht, der zu uns zuwandern möchte. So aus der Brille das Ganze zu betrachten. Und dann stellt sich ja da sicherlich die Frage, wie sind Verdienstmöglichkeiten, wie ist das Umfeld, da haben wir sicher Vorteile. Deutschland, ein Land, wo sie sicher leben können, wo es auch ein soziales System gibt, wo es auch Qualifizierungsmöglichkeiten gibt, gute Schulen, auch öffentliche gute Schulen und so weiter. Aber am Ende wird natürlich die Frage sein, wie sehen auch weitere Karrierepfade aus, wie sind eigentlich die Verdienstmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal irgendwann in San Francisco auf einem Event war und da stand dann Invest in Bavaria und hat dann Brezen verteilt und USB-Sticks als Herzchen und was auch immer. Und der ganze Rest guckte so ein bisschen bedröppelt und hat gesagt, warum machen die Bayern hier so viel und der Rest so wenig? Ich kann mir vorstellen, dass sich das natürlich nicht nur auf Investoren gut beziehen lässt, sondern natürlich auch auf Fachkräfte im ganz Allgemeinen. Und ich glaube, die Frage, ist man auch willkommen, ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und ich höre natürlich auch zunehmend, dass bei der Gewalt, die es auch teilweise gibt gegen zugewanderte Menschen und gegen Flüchtlingsheime etc., dass das natürlich auch abschreckende Botschaften sind, wenn man die im Ausland vernimmt. Und Wahlergebnisse rechtsradikaler Parteien etc. Also ich glaube, das ist ein ziemlich breites Bild, was da entsteht. Das kann man natürlich nicht unmittelbar jetzt mit Werbung oder Kampagnen sozusagen korrigieren. Da sind andere Mechanismen notwendig. Wir werden aber das auch nicht durch ein Gesetz ändern können. Genau, das ist ein vielschichtiges Problem oder eine Herausforderung. Frau Beke, vielleicht so zum Schluss hin, das Sommerfest lockt und die Zeit läuft hier schon rot rückwärts. Aber weil wir jetzt über so viel über Imagewandel gesprochen haben und dass das doch noch ein langer Prozess ist, ich, wie gesagt, auch sehr überrascht war und bin, wie wenig sich da, oder dass man da doch noch viel tun muss, sage ich mal so rum. Was glauben Sie, wann ist es soweit, dass die 14-Jährige sagt, ich will nicht studieren, ich will auf dem Bau unternehmerisch meinetwegen tätig sein, bis auch der Bau positiv besetzt ist. Glauben Sie, das ist bald soweit? Jetzt gucke ich Herrn Hübner an, der heute mehrfach sagte, dass es gut ist, sich Ziele zu setzen und Zahlen genau zu nennen. Ich bin da jetzt in diesem Moment sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Es muss keine Jahreszahl sein, aber es geht mehr genau um so ein Gefühl, haben Sie das Gefühl, es geht irgendwie, es bewegt ich sich. Ich glaube, dass wir auf einem guten Wege sind, weil wir einfach im Moment halt auch eine sehr interessante Branche sind, eine Chancenbranche. Wir gestalten die Zukunft mit. Wir können ja große Arbeitsplatzsicherheit bieten. Wir sind im Moment eigentlich in aller Munde, sage ich mal, und von daher glaube ich, haben wir da auch gute Möglichkeiten, ja, uns da jetzt zu präsentieren und unsere Ausbildungsmöglichkeiten, unsere Karriereperspektiven auch den jungen Menschen näher zu bringen. Diese Chance sollten wir jetzt nutzen, aber das würde ich jetzt mal als Schlusswort so als positiven Ausklang im Raum stehen lassen. Ganz herzlichen Dank, Jutta Beke, Robert Feiger, Thomas Jatzombek, Mira Henning und Judith Strücker für die Diskussion. Danke sehr. Vielen Dank. Ich glaube, den Rest mache ich jetzt kurz im Sitzen, sonst verlieren wir zu viel Zeit und es kommt gar nicht mehr viel. Ich sollte noch kurz auf die Sponsoren hinweisen, die Sie gleich hier hinter uns auf der LED-Leinwand sehen, dass die auch einmal angemessen gewürdigt werden. Da sind sie. Und ansonsten passiert nicht mehr viel, außerdem, also jetzt passiert ganz viel, aber nicht mehr hier, nämlich das Sommerfest draußen. Ich weiß gar nicht, ob Kevin Kühnert das schon eröffnet hat. Das sollte er nämlich tun um 18 Uhr. Es ist ja schon 5:05, aber jetzt höre ich gerade 18.30 Uhr. Sie können Kevin Kühnert noch erleben. 19.15 Uhr höre ich jetzt. Dann musst du nochmal nach Nordrhein-Westfalen. Ach so, tatsächlich. Ja. Nein. Aber 19.15 Uhr offiziell eröffnet, aber es gibt trotzdem schon was zu trinken und ich glaube auch kleine Häppchen. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren, für Ihre Aufmerksamkeit und uns allen einen schönen Abend. Tschüss. Sorry, das konnte ich mir nicht verknallen.